herzlich willkommen bei Quickie, liebe Zuschauer. Schön, dass wir gemeinsam den Samstagabend einläuten mit unserem Mitteldeutschland-Quiz. So, liebe Zuschauer, jetzt sind Sie zu Hause nochmal gefragt mit unserer Zuschauerfrage, wenn Sie sich 1000 Euro sichern möchten. Also Sie können es zumindest mal probieren. Denn der Zufallscomputer könnte ja möglicherweise heute genau Sie rauspicken. Versuchen Sie es einfach, Sie haben nichts zu verlieren. Hier ist nochmal die Zuschauerfrage für heute. Seit 1997 verleiht der Freistaat Sachsen den sächsischen... gebe ich Ihnen gleich 4 zur Auswahl, aber erstmal unsere Telefonnummer. 0137 637 0637. Und am Ende die 1 wählen, wenn Sie denken, der Freistaat Sachsen verleiht den sächsischen Gehaltsorden. Sie wählen die 2 für den Einkommensorden, die 3 für den Lohnorden und die 4 für den Verdienstorden. Jetzt bleibt Ihnen aber wirklich nicht mehr viel Zeit, wenn Sie gewinnen wollen. Wir lösen nämlich gleich am Ende der Sendung schon die Frage auf. Und jetzt freue ich mich auf meinen nächsten Kandidaten. Andreas Köhler ist bei uns, 20 in der Ausbildung zum Wirtschaftsassistenten für Informationsverarbeitung. Genau. Schönen guten Abend. Sie kommen aus Weißenfels in Sachsen-Anhalt. Und Sie sind nicht allein hier. Sie haben Begleitung mitgebracht. Wer unterstützt Sie heute mental? Ich habe einmal meinen Vater mitgebracht und daneben sitzt noch einer meiner besten Freunde. Hallo, guten Abend. Schönen Daumen drücken. Sie kennen unsere Regeln, Sie kennen unsere Sendung. Dann wissen Sie, 5 Sekunden Zeit haben Sie für Frage 1. Leipziger Forscher entschlüsselten das Erbgut des Neandertalers, des Leandertalers, des Expandertalers oder des Palisandertalers. Das ist A, der Neandertaler. Der Neandertaler. Forscher aus Leipzig und den USA des Max-Planck-Instituts für evolutionäre Anthropologie haben das Erbgut aus fast 40.000 Jahren alten Knochen entschlüsselt. Und diese Forschung haben insgesamt 3 Jahre gedauert, 5 Millionen Euro gekostet. Und es handelt sich um Neandertaler, das ist richtig. So viel Geld. 10 Sekunden für Frage 2. Am 21. September 2008 begann die sogenannte Luther-Kanonade, Luther-Serenade, Luther-Olympiade oder Luther-Dekade? Oh, die Frage möchte ich ganz gerne tauschen. Okay, ist überhaupt gar kein Problem. Die richtige Antwort ist die Luther-Dekade. Ja. Okay. Luthers Thesenanschlag am 31. Oktober 1517 gilt ja als das entscheidende Datum der Reformation. Sachsen-Anhalt hat die sogenannte Luther-Dekade ausgerufen, die 500 Jahre nach dem Eintreffen Luthers in Wittenberg im September 2008 begann und dann bis zum 500. Jubiläum des Thesenanschlags 2017 geführt wird. Das ist die korrekte Erklärung dafür. Hier ist Ihre Tauschfrage. Der Mittelpunkt Thüringens liegt im Ilm-Kreis bei Pophausen, Rockhausen, Jazzhausen oder Dancehausen? Ich tippe auf Antwort B, Rockhausen. Andreas, die Antwort stimmt. Sie waren sich nicht sicher, ne? Absolut nicht. Dafür wird es jetzt allerdings poppig. Wir schauen uns mal erst einen Film an, ein paar Bilder, die sich auf die nächste Frage beziehen. Und zwar sind es Bilder einer jungen Band. Und ich hoffe, dass Sie diese Band erkennen. Sie sind gerade Newcomer, Polarkreis 18. Ja, in den Charts sehr erfolgreich gewesen, immer noch. Kommen aus Dresden. Und waren für viele eine ganz, ganz große Überraschung mit ihrem Hit. Hier die Frage dazu. Mit welchem Titel stürmte die Dresdner Band Polarkreis 18 die Charts? Gemein, gemein? Allein, allein? Hau rein oder du Schwein, du Schwein? Also Polarkreis 18 habe ich schon mal was von gehört, aber
Titel sagt schnell, auch schnell, schnell. Ich tippe einfach spontan auf C. Welche Musikrichtung hören Sie denn privat? Ich höre Rock, Pop, aber Polarkreis 18 habe ich noch nicht alles gehört. Von daher sagt mir jetzt eigentlich gar nichts was von. Es wundert mich deshalb, weil es der Song auf Anhieb in die Top 10 geschafft hat, der deutschen Singlecharts, und nach 3 Wochen sogar Platz 1 erreicht hat. Lief rauf und runter in den Radiostationen. Allein, allein. Scheiße. Allein, allein. Ach, oh, okay. Ich dachte, das wissen Sie garantiert. Ach, Mensch. Noch nicht gehört. Das hat mich ja jetzt überrascht. Oh. Na, ja. Sie hören Sie nicht so viel Radio? Es lief rauf und runter. Nee. Bei der Autofahrt höre ich schon Radio oder... Dann immer gerade dann nicht gehört, wenn dieser Titel ist. Aber egal, ärgern Sie sich nicht. Dabei sein ist alles, der olympische Gedanke zählt. Und wir lassen Sie nicht mit leeren Händen nach Hause gehen. Auch für Sie gibt es das Geschichtswissen rund um Mitteldeutschland. 7 Folgen von dieser Fernsehreihe und dazu auch noch ein Buch. Und das können Sie mit nach Hause nehmen. Und genießen Sie es, wenn Sie drin rumblättern. Aber es war schön, dass Sie da waren. Es hat viel Spaß gemacht. Es war ein kurzer Spaß, aber wenn es Spaß gemacht hat, schön. Vielen Dank nochmal. Tschüss. Und für Sie natürlich, wie versprochen, die Auflösung unserer Zuschauerfrage. Hier sehen Sie die richtige Lösung. Das ist die Grundvoraussetzung dafür, dass unser Zufallscomputer da suchen kann und einen von Ihnen auswählt. Und hier sehen Sie, wer von Ihnen 1.000 Euro gewonnen hat, von den vielen, vielen Anrufern, die richtig gelegen haben. Herzlichen Glückwunsch dafür. Jo, da freut man sich mit Ihnen mit, wie Sie gerade hören können. So, wenn es heute nicht geklappt hat, haben Sie natürlich nächste Woche wieder die Chance, bei uns zu gewinnen. Sollten Sie nicht verpassen, auch wenn Sie Ihre Heimat Mitteldeutschland besser kennenlernen wollen. Immer samstags, 19:50 Uhr, Quickie. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, machen Sie es gut. Ciao.